Wege die Vorlesung. Ich hoffe, Sie auch. Heute schauen wir uns an Regressionsmodelle. Klingt ein bisschen langweilig, klingt auch mal so. Weil die gibt es als lineare, aber auch als nichtlineare oder multilineare Regressionen. Und natürlich als Logit. Gar nicht langweilig. Dann bis gleich. Herzlich willkommen zur neuen Vorlesung von unserem Data Mining Modul hier. Und zwar soll es heute gehen um, da haben wir es hingeschrieben, Regressionsmodelle. Die einfachste Möglichkeit, ein Modell zu bauen, die aber immer noch relativ wichtig ist. Ja, wieder unser Baum. Wir fangen jetzt an, langsam uns hier auf der rechten Seite durch diese violetten Teile zu arbeiten. Und wir sind sogar immer noch wunderbar hier in unserem Zeitplan drin. Regressionsmodelle ist der nächste Teil. Ja, da habe ich Ihnen als erstes mal vom REXA nochmal die Statistik von oder die Übersicht von 2018 aufgelegt. Leider gibt es die noch nicht neuer, weil heute hat sich das bestimmt schon ein bisschen verschoben. Ja, in den letzten paar Jahren gab es ordentlichen Schub für die sogenannten KI-Methoden, auch für die künstlichen neuronalen Netze. Und das hat sich hier ausgewirkt. Aber ganz sicher ist es immer noch so, dass im professionellen Umfeld sehr, sehr viele Regressionsmodelle gemacht werden. Wir sehen ja, 2018 ist nicht lange her, ja, es sind nur 3 Jahre her. Und vor 3 Jahren war es auf jeden Fall noch so, dass mit Abstand die am meisten genutzte Methode im professionellen Umfeld für irgendwelche Modellbildung, für Modellierung von Daten, die relativ einfache Regression ist. Erst Sie sehen, dann kommen die Entscheidungsbäume. Die sind auch noch gut interpretierbar. Die werden wir dann auch bald uns anschauen. Clusteranalyse haben wir schon gemacht. Ja, nicht umsonst haben wir das als erstes gemacht, weil das eben auch sehr wichtig ist. Die künstlichen neuronalen Netze sind noch relativ weit unten hier. 2018, die sind mittlerweile sicherlich nach oben gerutscht. Ja, aber wenn die Regressionsanalyse so wichtig ist, dann schauen wir uns die eben auch mal an. Was ist eine lineare Regression? Sage ich Ihnen nichts Neues. Wir gehen einfach her, haben irgendwelche Punkte, ja, XY. Sprich, wir haben eine Zielgröße, die numerisch sein sollte. Oder vielleicht reicht es auch schon, dass sie irgendwie kategorisch ist. Aber mal sehen, am besten ist sie numerisch, dass wir sie auf eine Achse auftragen können. Wir haben eine Variable, von der das abhängt, ein Attribut, von der die Zielgröße abhängt. Und das Attribut sollte natürlich nach Möglichkeit auch numerisch sein. Und dann können wir einen XY-Plot, einen Scatterplot malen. Und wenn die Punkte so aussehen, etwa wie hier gemalt, dann kann man sich denken, ach, da könnte ich ja eine Gerade reinzeichnen. Und wenn da eine Gerade drin ist, habe ich eine Regression gemacht. Das ist, wenn das geht, ist das natürlich absolut genial. Warum? Weil so eine Gerade ist ein perfektes Modell. Die Gerade ist quasi die bestmögliche Abstraktion meiner Daten. Wenn ich alle meine Daten über eine Gerade beschreiben kann, dann kann ich über die Geradengleichung an jeder beliebigen Stelle aus meinem x das entsprechende y ja berechnen. Kein Problem. Und ich kann es auch da machen, wo ich weit im großen Umkreis keine Stützpunkte habe, wo ich keine Messungen habe. Vielleicht kann ich sogar außerhalb machen. Vielleicht kann ich sogar machen in Stellen, an denen, also außerhalb meiner Messdaten. Ist immer extrapolieren ist immer schwierig. Aber wenn ich eine Gerade finden kann, ist die Chance am größten, dass wenigstens eine ansatzweise Extrapolation möglich ist. Also, das ist auch letzten Endes der Grund, warum das so häufig gemacht wird. Wenn es mir gelingt, eine Regressionsgerade durch meine Daten zu legen, dann habe ich eigentlich ein Modell gebaut, wie es besser nicht sein könnte. Deshalb ist es tatsächlich auch im Zeitalter des Deep Learning und im Zeitalter der,
das Machine Learning keine schlechte Idee, zumindest mal eine Regressionsgerade zu probieren. Wer weiß, vielleicht funktioniert ja die lineare Regression für Ihre Daten. Ein weiterer Grund, warum die Methode so beliebt ist, ist für die meisten Machine Learning-Verfahren, die modern sind, die so gehypt werden, brauchen sie sehr viele Daten. Tausende, Hunderttausende, Millionen Samples. Eine Regressionsgerade können Sie auch durch 10 Punkte legen. Ja, da reichen 10 Stützpunkte, zack, und dann haben Sie eine Regressionsgerade und ja. Also, eine lineare Regression. Wie berechnet man das? Ja, ist billig. Es ist letzten Endes, wir versuchen was zu optimieren, ein Optimierungsverfahren, nämlich wir versuchen zu optimieren den Fehler, wenn auf der Y-Achse zwischen jedem Punkt und unserer Regressionsgerade. Hier sind die Fehler, das sind die Residuen, die Fehler eingezeichnet und die Regressionsgerade ist eingezeichnet. Und ich versuche jetzt die Regressionsgerade so da reinzulegen, dass eben diese blauen Fehler im Mittel möglichst klein werden. Ja, oder tatsächlich minimiert man den quadratischen Fehler. Ja, also dieser Abstand wird quadriert und alle zusammengezählt. Und der mittlere quadratische Fehler aller Y-Werte, wenn ich annehme, mein Modell liefert mir den Wert auf der Gerade, der tatsächliche Wert ist der rote Punkt, der quadratische mittlere Fehler, der soll möglichst klein sein. Das geht in dem Fall super billig einfach. Ich habe Ihnen hier mal hingeschrieben, so sieht eine Geradengleichung aus. Da sage ich Ihnen hoffentlich nichts Neues. Y gleich bx plus a, also Steigung mal x plus y-Achsenabschnitt. Ja, das ist der y-Achsenabschnitt da unten. Da die Steigung ist die Steigung. Und wie berechne ich das? Die Steigung kann ich ganz einfach berechnen. Da muss ich nur teilen die Kovarianz meiner x- und y-Werte durch die Varianz meiner x-Werte. Ja, was ist die Varianz? Da unten steht es. Die Varianz ist einfach, ich nehme mein x minus den Mittelwert von x, also für jedes x den Abstand vom Mittelwert, quadriere das und mach dann die Summe und teile die Summe durch die Zahl der Elemente. Also sprich, der mittlere quadratische Fehler, die mittlere quadratische Abweichung aller meiner Punkte vom Mittelwert in x-Richtung ist die Varianz in x. Die Varianz in y-Richtung wäre eben das gleiche für die y-Werte. Und oben brauche ich die Kovarianz, die ist hier auch hingeschrieben. Ja? Die Kovarianz, die macht jetzt einfach die Varianz mit den x und den y. Das heißt, ich nehme jeweils das x, den Abstand des x von seinem Mittelwert, mal dem Abstand von y vom y-Mittelwert. Jeweils natürlich für das gleiche Sample, für den gleichen Punkt. Und summiere die. Also statt zu quadrieren, multipliziere ich einmal den Abstand auf der x-Achse mal den Abstand auf der y-Achse. Und macht dann auch wieder das Mittlere davon. Das ist die Kovarianz, auch leicht zu berechnen. Und dann habe ich schon die Steigung meiner Gerade. Und wenn ich die Steigung habe, dann kann ich natürlich mit der Geradengleichung, die muss ich nur umformen, kann ich auch meinen Y-Achsenabschnitt ausrechnen. Ja, a ist gleich der Mittelwert meiner Ys minus der Steigung mal der Mittelwert meiner X. Und dann habe ich auch a. Und dann habe ich die gesamte Geradengleichung im Kasten, die ist exakt lösbar. Ja, da muss ich nichts optimieren, schrittweise, iterativ, irgendwas, sondern das kann ich einfach geradeaus durchrechnen. Und da das Verfahren bekannt und alt ist, brauchen Sie sogar nicht mal so rechnen, sondern es gibt für alle Programmiersprachen, in allen Statistikmodulen gibt es natürlich eine Regressionsgerade direkt zu berechnen. Da laufen Sie Ihre Daten rein als Data Frame und bekommen eine Regressionsgerade direkt berechnet. Ganz easy und einfach. Wir müssen natürlich darauf achten, ob es sinnvoll ist, eine Regressionsgerade durch eine Punktwolke zu legen. Ja, deshalb habe ich Ihnen ganz links da mal ein paar Beispiele hingemalt.
Ja, wenn die alle schön wie auf einer Perlenschnur aufgereiht sind, dann ist es völlig klar, wenn die Daten so aussehen wie rechts unten, dass so eine runde Wolke ist, dann macht es vermutlich nicht sehr viel Sinn, da eine Gerade durchzulegen. Wenn wir das so angucken können, können wir es direkt beurteilen, ob das Sinn macht oder nicht. Wenn Sie Daten haben, die Sie vielleicht nicht direkt angucken können, vielleicht auch, weil es mehrdimensionale Daten sind, dann brauchen wir irgendwelche Maßzahlen, die uns das beschreiben. Und die wichtigste Maßzahl ist der Korrelationskoeffizient, den man auch wieder leicht berechnen kann. Nämlich auch wieder, ich berechne die Kovarianz XY, die ich vorher schon gebraucht habe, und teile die durch die Varianz X und durch die Varianz Y. Ja, unten ist nochmal aufgeschlüsselt, was das genau bedeutet. Das gibt den Regressionskoeffizienten. Meistens gibt man nicht den Regressionskoeffizienten an, sondern das Bestimmtheitsmaß. Das Bestimmtheitsmaß ist nichts anderes als das Quadrat des Korrelationskoeffizienten. Und der Korrelationskoeffizient oder das Bestimmtheitsmaß, die werden 1, wenn es eine perfekte Korrelation ist, also wenn alle meine Punkte wirklich exakt, alle meine Samples exakt auf dieser Geraden liegen, dann bekomme ich einen Korrelationskoeffizienten von 1 und der wird umso kleiner, je schlechter die Korrelation ist. Das heißt, ich habe ein Modell, das kann ich einfach berechnen. Und sehr schön, ich habe ein Modell, da kann ich auch tatsächlich ein sehr gutes Maß angeben, mit dem ich beurteilen kann, ob das Modell gut ist oder schlecht ist. Also ob eine Vorhersage, die ich vielleicht später mit dem Modell mache, sinnvoll ist oder nicht. Das ist die Qualitätskontrolle, ja. Aber die optische, die dürfen Sie nicht vergessen. Ja, ich sage das Ihnen wahrscheinlich in jeder Vorlesung mehrmals. Schauen Sie sich Ihre Daten an. Plotten Sie Ihre Daten. Machen Sie XY-Plots, Scatterplots, machen Sie Histogramme, machen Sie QQ-Plots, machen Sie Boxplots. Schauen Sie sich Ihre Daten an, visualisieren Sie Ihre Daten, damit Sie sehen, was da drin steckt und damit Sie sehen, was sinnvoll ist und was nicht. Damit Sie zum Beispiel sehen, macht es Sinn, hier eine Korrelation zu berechnen, eine Regression zu berechnen oder macht es keinen Sinn? Da das Ganze Statistik ist hier, reine exakte Statistik, können wir natürlich auch statistische Parameter hier angeben. Also die Anzahl der Samples ist immer wichtig, der Korrelationskoeffizient oder das Bestimmtheitsmaß, R Quadrat, die Standardabweichung meiner Punkte, ja. Dann gibt es zwei Werte, da muss ich ein bisschen näher noch drauf eingehen, nämlich es gibt das Q-Quadrat und es gibt den S-Press. Q-Quadrat ist der Regressionskoeffizient und Q ist der Regressionskoeffizient der LOO-Kreuzvalidierung, steht da. Leave One Out Cross Validation. Was ist das? Das schauen wir uns auf der Tafel mal an. Kurz Moment, ich gehe mal an die Tafel. Leave One Out Kreuzvalidierung, LOO. Ich habe hier mal eine Datentabelle angedeutet. Ja, hier, das sei unser Y-Wert und das X1, X2, X3, also drei Attribute für einen. Eine Zielgröße Y. Validierung ist ja überall im Machine Learning ein heiß diskutiertes Thema. Normalerweise im Machine Learning gehen Sie her und teilen Ihren Datensatz in drei Teile. Ja, Sie sagen, wir haben einmal einen eigentlichen Trainingsdatensatz, Train, dann einen Validierungsdatensatz und ein Testdatensatz. Und die Idee der Validierung im Machine Learning ist, dass wir hergehen, wir bauen ein Modell mit dem Trainingsdatensatz, wir überprüfen und wir optimieren das Modell mit dem Validierungsdatensatz. Und wenn wir uns dann sicher sind, dass wir das bestmögliche Modell haben, dann testen wir das an dem Testdatensatz. Einfach, damit man mit völlig ungesehenen Samples an das Modell geht. Das heißt, das Modell bietet sozusagen für Samples, die Y-Werte vorherzusagen, die es vorher noch nie gesehen hat, die nicht im Training dabei waren. Nur so können wir korrekterweise beweisen, dass unser
Modell, das wir gebaut haben, tatsächlich nicht nur ein paar Samples auswendig gelernt hat, sondern dass es tatsächlich die Regeln gelernt hat, die nötig sind, um richtige Vorhersagen zu machen. Die Kreuzvalidierung, die spreche ich hier an beim Thema Regression aus einem ganz einfachen Grund. Regressionsmodelle, hatte ich Ihnen schon gesagt, kann man auch machen, wenn man nur sehr wenige Daten hat. Selbst wenn Sie nur 10 oder 20 Samples haben, können Sie problemlos eine Regressionsgerade definieren. Und wenn Sie aber nur 10 oder 20 Samples haben, dann können Sie nicht hergehen und Ihren Datensatz aufteilen in drei Datensätze und dann nur 7 von den 20 verwenden fürs Training und nochmal 7 für die Validierung und dann die restlichen 6 für den Test. Das macht keinen Sinn. Da laufen Sie so viel Information weg bei der Modellbildung, bei der Modellentwicklung, dass das Modell natürlich nicht so gut wird, wie es eigentlich werden sollte. Also gehen wir auf das absolute Limit. Das heißt, wir machen Leave One Out. Wir lassen nur einen Datensatz weg. Den streichen wir und mit dem ganzen Rest machen wir unsere Regression, bauen wir unser Modell. Ich schreibe mal allgemein, bauen wir unser Modell. Und jetzt gehen wir her und nehmen dieses Modell, um diesen hier vorherzusagen. Das ist legitim und richtig und gut. Ja, wir haben ein Modell gebaut aus zum Beispiel 19 Samples. Wir nehmen das 20. Sample, um das nur vorherzusagen. Das war nicht im Modell drin, das ist nicht Teil der Regressionsgerade, aber wir können prüfen, ob das Modell für dieses unbekannte Sample eben auch eine gute Vorhersage machen würde. Also das ist legitim und gut und ist eine wunderbar feine Validierung, die nur einen dummen Nachteil hat. Der einzigste Nachteil, den das Ding hat, ist, wir prüfen unser Modell nur mit einem einzigen Sample. Und dieses eine Sample, das könnte ja zufällig besonders gut passen, besonders schlecht passen, dann könnte irgendein Sondereffekt drin sein. Das ist natürlich dumm. Deshalb sind wir noch nicht fertig, sondern jetzt gehen wir her. Muss mal hier vorsichtig löschen. Packen unseren ersten Rekord wieder rein und löschen den zweiten. Und jetzt bauen wir wieder ein Modell. Aus allen außer dem zweiten. Und jetzt machen wir wieder eine Vorhersage. Und zwar sagen wir das zweite jetzt vorher. Das heißt, mit der Zeit, jetzt haben wir schon das erste vorhergesagt, beim ersten Versuch. Beim zweiten Versuch sagen wir das zweite vorher. Das machen wir jetzt einfach immer weiter. Ja, das machen wir jetzt so einfach immer weiter für jede Zeile, sodass wir mit der Zeit am Ende alle unsere Samples einmal vorhergesagt haben, aber jedes mit einem Modell, an dessen Erstellung es selbst nicht beteiligt war. Der Nachteil ist natürlich, wir müssen, wenn das hier 20 Samples sind, 20 Samples, das heißt, wir müssen 20 Modelle machen. Logisch. Und das Ergebnis ist am Ende nicht mal ein besonders gutes Modell, sondern wir haben nachher 20 Modelle. Aber wir können nachher unsere vorhergesagten Werte uns anschauen, können unser Q-Quadrat berechnen, also das Bestimmtheitsmaß, der Kreuzvalidierten, der durch Kreuzvalidierung vorhergesagten Y-Werte. Und wenn das gut ist, wenn das nicht bei 1 ist, dann heißt das, dass unsere Daten sich gut durch eine lineare Regression beschreiben lassen. Und wenn das schlecht ist, dann heißt es, dass sich unsere Daten nicht gut
durch die lineare Regression beschreiben lassen. Und wenn ich hier einen Q-Quadrat von nahe 1 rausbekomme, dann kann ich relativ gefahrlos hergehen und mir dann ein Regressionsmodell aus allem bauen und sagen, das wird bestimmt genauso gut sein, vielleicht sogar noch ein Tickelchen besser durch die um 1 verkleinerten Modelle vorkam. Ja. Nochmal, warum erkläre ich Ihnen diese LOO-Kreuzvalidierung hier beim Thema Regressionsmodell, lineare Regression? Schlicht und ergreifend, weil wir erstens hier sehr häufig mit kleinen Zahlen arbeiten, wenig Samples haben und deshalb LOO machen müssen, weil andere Arten der Validierung nicht funktionieren. Und weil zweitens natürlich eine Regressionsgerade super schnell zu berechnen ist. Ich kann problemlos 20 Mal das machen. Das kostet mich überhaupt nichts. Wenn Sie ein künstliches neuronales Netz haben und Sie haben 100.000 Samples, können Sie natürlich nicht hergehen und 100.000 neuronale Netze trainieren, um eine LOO zu machen. Logisch, ja, das geht natürlich definitiv nicht. Was machen Sie dann? Dann machen Sie etwas, das nennen wir N-Fold Kreuzvalidierung. N-Fold Validation. Also die n-fache Validierung. Das heißt, wir haben wieder unsere Daten. Wir sagen, das seien jetzt 100.000 Samples. Jetzt können Sie natürlich sagen, ich mache eine zehnfache Kreuzvalidierung zum Beispiel. Das bedeutet, wir teilen unseren Datensatz in 10 Schnipsel. Und jetzt gehen wir her und lassen für die Kreuzvalidierung einfach den ganzen ersten Schnipsel, das erste Zehntel weg und sagen dann dieses erste Zehntel wieder voraus. Und dann in der zweiten Runde lassen wir das zweite Schnipsel weg und dann das dritte Zehntel und so weiter. Das in dem Fall müssen wir dann auch 10 neuronale Netze trainieren oder 10 Support Vector Machines oder Random Forests trainieren. Aber nicht 100.000, was natürlich deutlich besser ist. Also das ist die N-Fold Cost Validation, die wir bei anderen Machine Learning Verfahren häufiger verwenden. Bei linearen Regressionen ist es ganz häufig so, dass wir, ich mache das, ja, ich lasse es mal da, die N-Fold, ist es ganz häufig so, dass wir eben die Leaf-One-Out-Kreuzvalidierung brauchen. So, da bin ich wieder. Unser kurzer Abstecher zum Thema Validierung per Kreuzvalidierung. LOO. Im Skript habe ich Ihnen ein paar Beispiele noch drin, wie man plotten kann. Visuelle Kontrolle der Daten ist einfach unglaublich wichtig. Ich sage es immer wieder. Und es gibt in R natürlich die schöne Plot-Funktionalität, die schon sehr, sehr, sehr viel kann, die normale Plot-Funktion. Aber es gibt eine ganze, ganze Menge zusätzlicher Pakete, mit denen man vielleicht sogar noch schöner plotten kann. Und deshalb sind die Beispiele im Skript mit drin. Hier möchte ich eigentlich nicht so arg drauf eingehen. Es gibt einmal die Funktion im Lattice-Paket, die sehr schöne Plots machen können. Ja, auch gleich rechnen können. Auch hier zum Beispiel so eine Gerade oder so eine Linie mit einbauen. Oder die Punkte als dichte Wolke gleich darstellen können. Und es gibt natürlich ggplot und ggplot 2. Das unvorstellbar mächtig ist. Ja, da kann man unglaublich viel machen damit. Ganz lustig, wenn Sie ggplot ausprobieren, müssen Sie darauf achten. Eine Grundidee von ggplot ist, dass der Plus-Operator überladen ist. Und zwar überladen in dem Sinne, dass Sie jetzt Plots miteinander addieren können. Und es ist so die Idee von ggplot, Sie fügen neue Elemente zu einem Plot dazu, einfach mit dem Plus. Ja, also Sie können ggplots einfach addieren und auf die Art und Weise nach und nach, ja, hier unten wie im Beispiel dargestellt, der Plot G plus einen zweiten Plot gibt dann eben immer mehr Informationen da drin. Ja, es ist eigentlich sehr anschaulich und sehr schön zu machen, deshalb im Skript. Okay,
Ein Beispiel zur linearen Regression darf natürlich nicht fehlen. Ich habe hier mal einen Datensatz, der im R-Datasets-Paket einfach immer mit dabei ist, genau die Gebrauchtwagenpreise. Das ist eine Tabelle mit Gebrauchtwagenpreisen und dann stehen ein paar Attribute dabei. Ja, da steht dabei das Alter, da steht dabei der Kilometerstand und so weiter. Und jetzt kann man mal schauen, gibt es eine Korrelation zwischen diesen Attributen und dem Preis? Das Erste, was man natürlich machen kann, ist die Funktion Pairs. Die macht uns so einen Plot. Da wird jedes gegen jeden geplottet. Ja, und Sie sehen, da sind manche dabei, die sind nur zwei Kategorien. Das sind so 1-0-Geschichten. Sind andere dabei, die korrelieren überhaupt nicht. Ja, diese Wolke heißt, diese beiden, ich kann es nicht lesen von hier aus, was das ist, die korrelieren überhaupt nicht. Da sehen Sie, was das korreliert ganz gut. Ja, die korrelieren ganz gut. Das hier korreliert vielleicht auch so ein bisschen. Okay, also Pairs und dann bekommen Sie jedes gegen jeden geplottet mal. Und dann sieht man vielleicht schon mal irgendwas. Jetzt machen wir aber ein richtiges Modell. Ja, und das richtige Modell machen wir wie? Wir lesen die Daten am besten in den Data Frame. Ja, wenn wir Datenanalyse machen, die am besten geeignete Datenstruktur ist immer der Data Frame. Es gibt in R ein paar Befehle, wie man sich so ein Data Frame anschauen kann. STR zeigt uns die Structure an des Objekts, ja, dass man sieht, was steckt denn drin. Ist es ein Data Frame, ist es eine Matrix, ist es eine Tabelle und was auch immer, was steckt drin, ist einfach, R funktioniert so, die Objektorientierung, die Standardobjektorientierung in R funktioniert so, dass Methoden überladen werden und jeder, der sich ein Objekt, einen Typ ausdenkt, der sollte nach Möglichkeit einen STR dazu definieren, sodass es eben zu jedem Objekt eine richtige Structure-Funktion gibt. Deshalb können Sie für jedes Objekt in R STR aufrufen und bekommen immer eine sinnvolle Ausgabe meistens. Außer der Entwickler hat es vergessen. Summary ist genau dasselbe. Ja, es sollte für jedes Objekt ein Summary geben, das irgendeine Art sinnvollen Summary ausgibt. Genau, dann mit der Pairs-Funktion machen wir diese Plots. So, und jetzt kommt das Modell in dieser Zeile. Da wird ein Modell gebaut. Und wie wird das gemacht? Ich schreibe hin k.model. Der Punkt, wissen Sie, in R bedeutet gar nichts. Das ist einfach nur ein Zeichen. Ja, es ist einfach üblich in R, dass man nicht diesen Unterstrich nimmt, um zwei Teilworte zu trennen, sondern dass man das mit einem Punkt macht. Ist eine alte Sprache. Da gab es die Konvention mit dem Strich noch nicht. Hat sich aber bis heute erhalten, ja, dass wir in R den Punkt hier nehmen. Also K.model ist der Name von unserem Modellobjekt. Und jetzt wollen wir ein lineares Modell. Die Funktion heißt einfach LM, Linear Model. Und jetzt geben wir eine komische Syntax an. Wir geben an die Syntax Preis Tilde Alter. Ja, unser Data Frame, den wir hier laden, der hat die Spalten Preis und die Spalte Alter. Man hat noch mehr Spalten, aber die beiden Spalten hat er. Und deshalb ist es schön, hier den Data Frame zu nehmen als Datenstruktur. Wenn Sie einen Data Frame haben, dann können Sie das lineare Modell nämlich genauso bauen. Sie geben nur die Namen der Spalten im Data Frame an. Also ich möchte die Spalte Preis ausdrücken als Funktion der Spalte Alter. Ja, oder ich möchte Preis modellieren mit Hilfe von Alter. Und dann muss ich Ihnen natürlich noch sagen, welcher Data Frame. Ja, Data gleich X heißt, mein Data Frame X soll verwendet werden. Aber wissen Sie was? Das schauen wir uns direkt im RStudio an. Kurzen Moment. Lassen Sie uns das direkt in R anschauen. Ich habe hier mal die Gebrauchtwagenpreise als Datei und gucken wir uns an, was da drin steht. Also Preis. Und dann Alter, Kilometerstand, TÜV, Sonderausstattung und so weiter. Head zeigt, ja, ist glaube ich selbst erklärt. Die Funktion Structure, die Methode Structure, auch überladen für alle Objekte, wenn es ordentlich gemacht ist. Und Sie sehen, Structure vom Data Frame zeigt mir erstens an, dass es ein Data Frame ist, wie groß er ist und wie die Spalten heißen und von welchem Typ die sind. Summary sagt noch ein bisschen mehr zu jeder Spalte, nämlich, ja, Sie sehen es, die magischen 5.
Erstes Quartil, zweites Quartil, Median, drittes Quartil, Maximum und noch das arithmetische Mittel mit dazu. Pairs kennen Sie bereits. Nochmal machen. Too large for margin. Jetzt sind Sie da. Okay. Pairs macht uns diesen Plot jedes gegen jeden, ja, dass man mal sieht, ob es hier Korrelation gibt oder nicht. Oder ich kann auch direkt die Korrelation von jedem gegen jeden mit mir berechnen lassen mit der Funktion Core. Und dann sehen Sie hier eine Matrix. Ja, die ist einmal umgebrochen. Wenn ich das hier größer mache, sehen Sie, das ist eine Matrix mit den Korrelationskoeffizienten von jeder Spalte gegen jede andere Spalte. Ja, dann hat man es numerisch und muss es nicht sich angucken. Jetzt bauen wir unser Modell. Ja, und unser Modell wird so formuliert. Das ist der Name von meinem Objekt. Der Punkt, wie immer in R, hat nichts zu sagen. Das ist einfach nur ein normales Zeichen. Die lineare Regression rechne ich mit der Funktion LM, Linear Model. Und jetzt ist es schön, dass wir das Ganze als Data Frame haben. Weil jetzt kann ich einfach sagen, Preis tilde Alter. Das liest sich irgendwie so wie Preis soll modelliert werden als Funktion der Spalte Alter. Ja, Preis und Alter sind Spalten im Data Frame. Jetzt muss ich natürlich noch angeben, welcher Data Frame genommen werden soll, nämlich der Data Frame X. Ich könnte auch hier direkt die Daten angeben, dann müsste ich aber die Daten rausfummeln aus meinem Data Frame oder aus meinen Rohdaten. Wenn ich das als Data Frame habe, ist es sehr, sehr schön. Dann kann ich wirklich direkt mit den Spaltennamen arbeiten. Wir werden nachher sehen, erst für die Prediction ist es sogar noch mal eleganter. Also ich erzeuge mein Modell. Das geht sehr schnell natürlich. Und kann auch hier mir die Summary anschauen. Und jetzt sehen Sie die Summary vom Modell. Und wir sehen hier die Koeffizienten, also das ist der Y-Achsenabschnitt, der Ordinatenabschnitt und das ist die Steigung für die Variable Alter. Wir sehen hier auch angegeben den Standard-Error der Residuals, also der verbleibenden Fehler und das R-Squared. Unser Bestimmtheitsmaß, ja, der quadratische Regressionskoeffizient, der ist nicht besonders gut mit 0,51. Ja. Adjusted R-Squared, sage ich gleich noch was dazu. Okay, das Ding können wir jetzt natürlich auch noch plotten. Logisch, also nehmen wir einfach Plot. Und was wollen wir plotten? Wir wollen Alter gegen Preis plotten. Plots wieder groß machen, dass wir das auch sehen. Ah, der hat die noch aus dem Core hat er das noch klein gemacht. Die Pairs definieren mir meine Canvas um, sodass da mehrere Plots auf ein Bild passen. Das muss ich wieder zurückmachen. Das kann ich mit der Funktion MFRow machen, da gebe ich an, wie viele Zeilen und wie viele Spalten, also wie viele Plots ich pro Zeile, wie viele Plots ich pro Spalte haben will. Und dabei fehlt Par dient dazu, um Plot-Parameter global zu setzen. Also ich setze das um und mache mein Plot. Margins too large. Komm, Plot. Jetzt, ja, das ist ja auf der Seite ein bisschen komisch. Okay. Ja, und jetzt kann ich vielleicht noch Punkte auch ausgefüllt setzen. Ja, wieso machst du das immer wieder klein? Ja, jetzt sieht man schon tatsächlich, die Korrelation ist zwar da, aber sie ist nicht besonders gut. Und Linien in den Plots reinmachen kann man mit der Funktion ABLINE. ABLINE ist auch für lineare Modelle überladen. Das heißt, da kann ich jetzt auch direkt Punkt Model plotten. Vielleicht sage ich noch
Color gleich Red und Primal gleich 3 mal, ja, nee, er macht es trotzdem immer noch. Ja, das immer. Okay, also, ja, das ist unsere Regressionsgerade. Und man sieht schon, so besonders gut ist die Regression nicht, aber immerhin überhaupt. Und Sie sehen, wie das funktioniert. Diese Syntax hier mit Preis, Tilde, Alter, die ist etwas merkwürdig, aber merken Sie sich das trotzdem, denn das ist R und R ist der Goldstandard. Das bedeutet, alle anderen machen das R nach. Ja, Sie können davon ausgehen, dass in praktisch jeder anderen Programmierumgebung, in der irgendwie solche Modelle definiert werden, die R-Syntax verwendet wird, weil R ist einfach der Goldstandard. So macht man es. Deshalb lernen wir das hier. Für R, dann können wir es nachher immer. Hier habe ich Ihnen mal die wichtigsten Eckpunkte dieser Modellsyntax von R mit aufgeschrieben. Ja, y Tilde x. Y wird modelliert als Funktion von x. Natürlich können wir das auch als multilineare Regression hinschreiben. Das heißt, wir können statt x auch noch mehr Variablen angeben, noch mehr Attribute angeben. Und das macht man dann mit dem Plus. Ja, y Tilde x plus x plus z. Heißt es nicht, y wird modelliert als Summe von x und z. Nein, nein. Sondern das heißt, es wird von beiden modelliert. Das ist ein Und. Das heißt, das Plus heißt lediglich, nimm das Z dazu. Also Y wird modelliert von X plus Z plus U plus V plus B, was auch immer. Ja, Sie können beliebig viele Spalten Ihres Dataframes mit Plus dazufügen und das heißt, die nimmt die Spalte auch mit. Ja, also eine andere Bedeutung als Plus an der Stelle, aber natürlich sehr einfach an der Stelle, um das hinzuschreiben. Man kann, die Syntax ist etwas komplizierter noch, man kann da sehr viel mehr machen. Ja, man kann das mit Plus, wird es verwendet. Man kann zum Beispiel sagen, nimm alle Spalten minus eine, ja, also nimm eine nicht. Man kann auch Spalten angeben, die interagieren. Das wäre dann was, dass die Spalten gemeinsam, also die Kombination von zwei Spalten immer eine Rolle spielt. Mit mal heißt es, verwende die beiden und sie sollen interagieren. Dann gibt es noch einen bedingt, ja, der Pipe-Operator heißt hier, ist hier der Bedingt-Operator. Verwende das eine nur, wenn das andere auch verwendet wird. Man kann Polynome direkt definieren, dann ist es keine lineare Regression mehr, natürlich, sondern eine Polynomregression. Kann man aber direkt reinschreiben. Oder man kann Funktionen direkt reinschreiben. Man muss dann dieses i schreiben, groß i und dann in Klammer und dahinter kann man jetzt tatsächlich einfach eine Funktion formulieren und hier haben alle mathematischen Operatoren dann innerhalb der Klammer wieder die richtige Bedeutung. Also, wir werden im Laufe des Semesters ein paar Mal darüber stolpern und das noch üben. Für die normalen linearen Modelle reicht das da oben, aber hier nur, dass Sie sehen, die Syntax kann bedeutend mehr und auch die Syntax ist normalerweise in allen Paketen, in jeder Programmiersprache, die irgendwie solche Modelle baut, so oder so ähnlich implementiert, damit es einfach kompatibel ist zum Goldstandard. Hier wollte ich noch mal einen kurzen Blick mit Ihnen werfen auf das Ergebnis der Regressionsrechnung. Das ist das Beispiel, das wir gerade eben auch gesehen haben. Das eine Ergebnis ist eben tatsächlich unsere Regressionsgerade mit Steigung und Ordinatenabschnitt, den man auch da drüben direkt aus den Koeffizienten hier ablesen kann. Das zweite Ergebnis ist dieses R squared, das Bestimmtheitsmaß. Ja, R Quadrat, das ist das Quadrat des Korrelationskoeffizienten. Je näher bei 1, je größer, desto besser, desto ein größerer Teil der Varianz wird durch diese Regressionsgerade erklärt. Bei 1 heißt es, die gesamte Varianz der Daten wird durch die Regressionsgerade erklärt. Wenn es sehr klein ist, heißt es, es wird eben nur wenig erklärt. Hier ist nochmal, wie er berechnet ist, im Quadrat des Korrelationskoeffizienten. Dann gibt uns R hier immer an auch den adjusted R squared, also den korrigierten
R², wofür ist der korrigiert? Der ist korrigiert für kleine Zahl von Samples. Ausgerechnet bei der Regressionsanalyse, bei der linearen Regression, haben wir häufig nur eine kleine Zahl von Samples, weil das eben die Methode ist, die mit einer kleinen Zahl von Samples umgehen kann. Und da stimmt die ganze Statistik nicht so ganz. Ja, da erinnern Sie sich vielleicht noch, viele Maße, viele Dinge in der Statistik, die funktionieren eigentlich nur für sehr große Stichproben, ja, und für eine sehr große Zahl von Samples. Wenn wir nur 10 oder 20 haben, dann stimmt das alles nicht so richtig, dann muss man korrigieren und das wird hier gemacht. Ja, mit der Formel wird das korrigiert, das adjusted R² ist typischerweise dann eben immer ein bisschen kleiner noch als das rohe. Und der Unterschied ist umso größer, je weniger Samples Sie haben. Wir haben hier, ich weiß gar nicht wie viele, es ist noch minimal kleiner. Ja, 0,51 haben wir fürs Normale und Adjusted sind es 0,0507. Also 0,003 ist der Unterschied nur. Das ist nicht besonders groß. Gut, so viel zur linearen Regression. Nein, eine Sache fehlt noch. Und zwar wollen wir jetzt noch Vorhersagen machen. Und jetzt wird es nämlich praktisch. Da gehen wir noch mal ins R-Studio rein. Jetzt versuchen wir noch hier mit unserem Modell eine Vorhersage zu machen. Und jetzt kommt wieder der Trick mit dem Data Frame. Zunächst mal kann ich direkt eine Prediction machen von meinem Modell mit der Predict-Funktion. Predict. K.Model. Und wenn ich mir jetzt P anschaue, dann sehen Sie für jede Zeile von meines Data Frames eine Prediction. Warum geht das? Das geht, weil in dem Ergebnisobjekt, das LM produziert, die Originaldaten alle enthalten sind. Ja, deshalb kann ich einfach predikten ohne weitere das Argument und dann bekomme ich die Prediction für genau alle Samples, die da drin sind. Wenn ich jetzt neue Samples Prediction will, also für ein neues Alter den Preis haben will, dann muss ich hergehen und mir einen Data Frame bauen. Predict gleich Data Frame. Und der muss jetzt die Spalte Alter haben. Die muss er haben, weil die Spalte Alter ist fest in meinem Modell mit reingeschrieben. Und diese Spalte Alter, die muss jetzt eben diese Werte enthalten, die ich haben will. Also da schreibe ich jetzt rein, ich möchte zum Beispiel, wie ist denn das immer angegeben? Das sind irgendwie Monate oder Wochen, Monate vielleicht oder sowas, ja. Na, ich weiß nicht, Alters ist in einer komischen Einheit angegeben hier. Aber ist egal. Sagen wir mal, ich will bei 82 das Alter haben, ich will es bei 110 haben und ich will es bei 150 haben, also so ein bisschen außerhalb sogar meines Messbereichs. Dann habe ich hier den Data Frame dazu. Jetzt kann ich mir den auch angucken, den mein Print Data Frame. Ja, da stehen die drei Werte in der Spalte Alter drin. Und jetzt kann ich den auch wieder predikten. Ja, jetzt kann ich auch wieder sagen. Preis. Mache ich dann eine neue Preisspalte rein. Ja, in meinen. Falsch. Dollar. Preis. War der groß geschrieben? Nein, der war nicht groß geschrieben. Und der soll jetzt sein Predict. Model Brett. Jetzt schauen wir uns das wieder an. Und Sie sehen, jetzt erzeugt unser Modell genau die Predictions dafür. Ja, die könnte ich jetzt zum Beispiel in den Plot mit reinplotten. Coins. Müsste eigentlich so direkt gehen.
Ah, der eine ist außerhalb, ja, den sehen wir nicht. Aber die zwei anderen sehen wir, ja, hier sehen wir. Die liegen natürlich genau auf der Regressionsgeraden, ja. Für, was habe ich gesagt? Für 82 liegt er hier, für 110 liegt er hier, für 150 liegt er da hinten, der ist nicht mehr auf dem Plot drauf. Okay. Ja, aber Sie sehen wieder, wie praktisch das ist, wenn wir einen Data Frame haben ursprünglich, dann werden die Spaltennamen im Modell hinterlegt. Und dann müssen wir für eine Prediction lediglich einen Data Frame liefern, der dieselben Spaltennamen hat. Und dann muss man mehr gar nicht angeben, weil das Modell dann alles richtig zuordnen kann und weiß, wie es funktioniert. Ohne dass wir mit Indizes arbeiten müssen und dann nicht wissen, ist die Spalte 15 jetzt wirklich die Spalte 15 oder es wäre vielleicht die Spalte 14 wichtig, sondern es geht alles über die Namen, was einfach qualitätsgesichert ist, was einfach viel besser ist. So, was bleibt uns noch? Wir können jetzt lineare Modelle machen, aber das reicht natürlich nicht. Denn im Normalfall werden unsere Zielgrößen nicht nur durch ein Attribut beschrieben, sondern durch mehrere. Das heißt, wir müssen Modelle bauen, die auch mehrere Variablen eingehen können. Und das Ding heißt dann multilineare Regressionsanalyse. Das heißt, wir bauen nicht ein lineares Modell, wir bauen in aller Regel ein multilineares Modell. Ich habe hier mal den Datensatz nochmal mit Pairs geplottet. Den Datensatz mit den Gebrauchtwagenpreisen. Und eventuell würde es ja Sinn machen, mehr als nur das Alter mit reinzunehmen. Ja? Schauen wir mal, wie das geht. Das Problem an der multilinearen Regressionsanalyse ist, dass der Algorithmus nicht mehr so einfach ist. Wir können das nicht mehr einfach nur geradeaus berechnen, so wie das bei der Regressionsgeraden geht. Es ist aber fast so einfach. Nämlich, was man in der Praxis macht, ist Folgendes. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Man probiert mal alle Attribute durch, wie gut die mit unserer Zielgröße korrelieren. Also wie gut korreliert das Alter mit dem Preis, wie gut korreliert der Kilometerstand mit dem Preis und so weiter. Und dann sucht man sich die Variable raus, die den größten Korrelationskoeffizienten tatsächlich hat, also die am besten den Preis erklärt. Und dann nimmt man die und berechnet erstmal die Regressionsgerade für diese eine Variable. Da, wenn ich das habe, kann ich ja für meine Regressionsgerade die Residuen, also die Reste sozusagen, definieren. Das sind die in der, wenn Sie sich zurückerinnern, die blauen Fehler, die jeweils zwischen der Gerade und dem Punkt tatsächlich bestehen. Das ist das, was unser Modell nicht erklärt. Das heißt, ich kann jetzt in meinem Datensatz die Originalpunkte durch diese Fehler, durch diese Restfehler ersetzen und bekomme einen neuen Datensatz, in dem steht nur drin, eben das, was noch nicht erklärt ist, was noch ein Fehler drin ist im Modell. Und jetzt kann ich wieder hergehen und einfach für diese Fehler wieder versuchen, ein lineares Modell aus den verbleibenden Variablen zu bauen. Mit ein bisschen Glück erklärt mir das dann auch wieder ein bisschen was. Und es bleibt wieder ein Fehler, dann mache ich das Ganze so lang immer wieder, bis ich entweder keine Variable mehr habe, die ich verwenden kann, um noch mein Modell besser zu beschreiben, oder bis die Beschreibung so gut ist, dass ich keine weiteren mehr brauche. Es ist also ein iteratives Verfahren, aber keins, das jetzt iterativ eine Optimierung macht, sondern eins, das nach und nach Variablen dazu nimmt, um einfach ein immer besseres Modell zu bauen. Das ist immer noch sehr, sehr schnell. Ja, ich muss eben keine iterative Optimierung machen, sondern ich muss tatsächlich trotzdem, es ist immer noch ein geradliniger, zielstrebiger Algorithmus, der immer noch sehr schnell geht. Und deshalb kann man auch multilineare Regression sehr, sehr einfach machen. In R sowieso. Ich habe es Ihnen hier mal aufgeschrieben. Ich glaube, man muss es nicht, ich muss es nicht in der R-Konsole direkt zeigen. Also unsere Gebrauchtwagenpreise sind hier. Komm mal ein bisschen näher, dass ich das Ihnen zeigen kann. Dann machen wir das gleiche wie vorher. Ich mache hier zuerst mal ein normales Modell, ein normales Regressionsmodell.
Und dann gehe ich her und nehme hier eine besondere Schreibweise. Und zwar Punkt, Tilde, Punkt heißt so viel wie nimm das Modell so, wie es ist. Und plus Kilometerstand, nimm den Kilometerstand noch dazu. Ja, das kann ich dann wieder predikten und kann alles machen wie bisher und bekomme eben ein Modell, das jetzt vielleicht besser ist, das meine Preise besser vorhersagen kann wie vorher. Ich kann das natürlich auch direkt machen. Ja, also in kurz, ich baue mein LM, mein Linear Model, und schreibe jetzt hin mit dieser Plus-Schreibweise Alter plus Kehlstand plus TÜV plus Sonderausstattung plus Sonderausstattung und so weiter. Wie gesagt, das Plus heißt nicht zusammen addieren, sondern es das heißt lediglich, nimm das nächste auch noch mit dazu, nimm das nächste auch noch mit dazu. Und dann bekomme ich in dieser Zeile jetzt eben ein Modell, das sämtliche Spalten mit reinnimmt. Da das oftmals auch nicht gut ist, einfach alle Spalten zu nehmen, gibt es bei R eine Funktion, die heißt Step. Step geht her und fängt an, nach und nach einzelne Variablen, einzelne Attribute dazuzunehmen. Das heißt, ich kann Step Forward und Backward machen. Step Forward wird heißen, er fängt mal mit einem Attribut an und schaut, wie gut ist das Modell. Dann nimmt es ein zweites dazu und schaut wieder, wie gut ist das Modell. Wenn das Modell mit zwei besser ist als mit einem, dann macht er weiter, probiert das nächste mit dazu und so weiter. So lang, bis das nächste Attribut, das dazukommt, das Modell nicht mehr verbessert. Ich kann das Step-Modell auch Backward machen. Das würde bedeuten, R fängt an oder LM fängt an zuerst mit dem vollständigen Modell und arbeitet sich dann zurück. Das heißt, es lässt das Attribut weg, das am wenigsten beiträgt, das den kleinsten Korrelationskoeffizienten hat mit, zum Preis, mit dem Preis, und schaut dann, wie viel schlechter wird denn das Modell. Und wenn das Modell dadurch nicht wirklich schlechter wird, dann kann ich auf das Attribut verzichten. Ja, und dann lässt es wieder eins weg und schaut wieder, wie viel schlechter wird das Modell. Und das Ganze so lange, bis das Modell eben tatsächlich schlechter wird, dann habe ich eins zu viel weggelassen. Also Modelloptimierung müssen wir gar nicht mal von Hand machen. Das macht er für uns und man kann es Forward und Backward machen. Tatsächlich kommen auch vielleicht andere Modelle raus, wenn man Forward oder Backward arbeitet. Ja, es ist nicht ganz egal, da lohnt sich durchaus beides mal auszuprobieren. Das sind die multilinearen Modelle in R. Ich habe hier das visualisiert mit dem RGL-Paket. Das habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal gezeigt. Da unten der Aufruf Plot 3D, weil das für R so ziemlich, denke ich, die schönste Variante ist, um 3D-Plots zu machen, die man auch drehen kann. Und so gibt es natürlich in Matplotlib und auch in Julia-Plots viel schöner mittlerweile. Aber wenn man in R ist und in R bleiben will, dann ist mein Tipp immer, das RGL-Paket zu nehmen. Wer einen Debian hat auf dem Rechner, was hoffentlich viele von Ihnen sind, da gibt es das RGL-Paket gibt es im Repo und das ist besser, wenn Sie das über den R-Mechanismus Install Packages installieren, geht es manchmal schief auf den modernen Linux-Systemen, weil die Bibliotheken, die da drunter hängen, vielleicht nicht 100% kompatibel sind zu dem, was bei Ihnen auf dem Rechner ist. Deshalb schauen Sie vielleicht als erstes mal, bevor Sie es installieren, schauen Sie als erstes mal, ob es das RGL-Paket bei Ihrer Distro gibt. Wenn ja, dann lohnt es sich, das zu installieren und das RGL nicht über den R-Mechanismus zu installieren. Das mal als Tipp. Einer fehlt uns noch. Wir haben uns jetzt schon ein Stück weit von der Regressionsgeraden, von der linearen Regression weg entfernt, indem wir die multilineare Regression angeschaut haben. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar, es könnte ja sein, dass der Zusammenhang zwischen unseren Größen überhaupt nicht linear ist. Was machen wir denn dann? Ja, es müsste ja auch möglich sein, eine nicht-lineare Funktion, also eine beliebige Funktion, an unsere Daten anzufügen. Und natürlich geht es auch. Ist nicht mehr ganz so schnell und einfach, ein bisschen mehr tricky als die lineare Regression, aber es funktioniert auch und mit den Tools, die es heutzutage gibt, ist es auch gar kein Problem. Dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus meiner
Ursprungsdomäne sozusagen aus der Bioinformatik. Und zwar geht es um die Biokonzentration von Chemikalien im Fisch. Ja, Fische schwimmen im Meer rum, im Meer, Meere werden verunreinigt und die verunreinigten Chemikalien, die Menschen ins Meer werfen, landen dann irgendwann wieder im Fisch und dann müssen wir sie wieder essen. Und es ist die Frage, wovon hängt es ab, ob eine Chemikalie oder ein Umweltgift, eine Umweltverschmutzung im Fisch landet, ob der Fisch die aufnimmt oder nicht. Eine wichtige Kerngröße dazu ist das sogenannte Inoktanol-Wasser Verteilungskoeffizient. Das ist, brauchen Sie gar nicht so genau wissen, das ist ein Maß für die Lipophilie, für die Fettliebig, für die Fettliebe dieser Chemikalien. Sie wissen vielleicht noch aus dem Chemieunterricht, dass man alle chemischen Substanzen irgendwie einteilen kann in die, die sich gut im Wasser lösen und die, die sich gut in was Fettigem lösen, also zum Beispiel in Benzin. Und genau das ist das. Ja, wenn die sich gut in Benzin lösen, dann ist dieser Koeffizient, der heißt P, dann ist dieser Koeffizient P sehr, sehr groß. Und wenn die sich gut in Wasser lösen, dann ist er sehr, sehr klein oder vielleicht sogar negativ. Und das spielt tatsächlich eine Rolle, denn wir wissen alle, Fische sind fettig. Und wenn sie jetzt eine Chemikalie besser in was Fettigem löst, lipophil ist, also Fett liebt, wörtlich übersetzt, wenn die Chemikalie Fett liebt, dann ist die lieber im Fisch als im Wasser. Und dann reichert sie sich im Fisch sogar an. Das heißt, dann ist die Giftkonzentration im Fisch sogar größer als die im Wasser. Und das kann man messen. Ja, hier, und hier ist der Zusammenhang. Ja, da unten ist dieses P aufgetragen und da oben ist die Konzentration aufgetragen, die man im Fisch findet. Und man sieht da einen klaren Zusammenhang. Ja, wunderbar. Ja, also irgendwie da gibt es einen Peak, aber irgendwie so ganz klar ist der Zusammenhang natürlich nicht. Wir schauen uns das jetzt am besten direkt in R ein bisschen genauer an. Dann schauen wir uns das mal an. Ich habe hier ein kleines R-Skript vorbereitet. Das finden Sie auch im Vorlesungsskript wieder. Probieren Sie es mal aus und spielen Sie mal damit rum. Ich lade die Daten aus der Textdatei, plotte die erstmal ganz plump. Ja, es sind nur zwei Spalten, deshalb kann ich den Data Frame direkt einfach plotten. Sieht nicht so schön aus. Ich plotte mal wenigstens mit ausgefüllten Punkten. Das ist dieses PCH 19, ja, was mir voll die schwarzen Punkte macht. Ich schaue mal die ersten 10 Zeilen meiner Daten an. Ja, da sehen Sie, was da drin steht. Da vorne steht immer der Name der Chemikalie und dann der Log P und dann das BCF. Und Sie sehen, viele sind sehr klein, 0,6, 5,7. Gibt es aber auch 1000. Und am Ende geht es tatsächlich bis 40.000 hoch. Ja, also die sind sehr unterschiedlich, diese BCF-Werte. Jetzt wissen wir schon was. Man kann solche Daten logarithmieren, damit sie schöner sind. Ja, vielleicht fällt Ihnen auf, hier steht schon der Logarithmus. Ja, weil der Chemiker weiß, dass man solche Koeffizienten immer im Logarithmus angucken muss. Ja, die sind meistens sinnvoll im Logarithmus. Deshalb habe ich das gleich schon vornherein gemacht. Da würde ich gar nicht auf die Gedanken kommen, das anders als Logarithmus anzusehen, also anders als auf einer logarithmischen Skala anzusehen. Wenn ich hier Werte habe, die zwischen 0 und 40.000 sind und ich sehe, ganz viele sind hier zwischen 5 und 10, 15 rum, dann deutet es auch sofort darauf hin, dass hier vielleicht eine logarithmische Skala richtig wäre. Also gehen wir wieder hier in unser Skript, Zeile 6, und ich berechne mal den Log BCF, also auch den 10er Logarithmus meiner Spalte BCF. Ja, Dollar ist die Schreibweise für eine Spalte im Data Frame. Und ich plotte das wieder. Das sieht doch schon besser aus. Ja, jetzt sehen wir doch schon fast was Lineares. Allerdings bei den größeren Werten größer 6, da sieht es irgendwie komisch aus. Ja, man könnte jetzt entweder sagen, wir lassen die weg und sagen, oh, das sind Ausreißer. Dann könnten wir hier sicher eine schöne Regressionsgerade reinlegen. Wenn wir die drin lassen, probieren wir mal, was da passiert. Ich mache mal ein Modell gegen den Logarithmus.
Log-BCF gegen Logarithmus, genau. Und plotte mal das Modell da rein. Ja, und natürlich diese Ausreißer da hinten, die ziehen natürlich meine Gerade runter und sorgt dafür, dass das Ganze irgendwie alles nicht so gut ist. Ja? Und jetzt zu behaupten, das sind alles Ausreißer, dazu sieht das Ganze zu systematisch aus. Es sieht schon eher aus, als würde das hier nach unten gehen. Wenn das aber so ist, dass die Daten hier bis 6 ansteigen oder die Log-BCF-Werte bis 6 linear ansteigen und dann fast linear wieder abfallen, dann können wir das nicht mit einem linearen Modell machen. Es gibt keine Gerade, die uns das macht, ja, weil eine Gerade hat keinen Knick. Deshalb probiere ich jetzt mal eine andere Art von Fit. Und zwar versuche ich vielleicht eine Parabel zu finden. Das würde mir als erstes einfallen. Ja, das geht hier hoch und dann wieder runter. Das sieht doch aus wie so eine Parabel, die auf dem Kopf steht. Und dazu kann ich aber nicht die LM-Funktion verwenden, die ja nur lineare Modelle baut, sondern dazu brauche ich die NLS-Funktion von R, die mit einer ähnlichen Syntax funktioniert wie LM. Ich schreibe wieder, ich möchte Log-BCF modellieren, jetzt aber nicht mit irgendwelchen linearen Anteilen, sondern mit einer Formel. Und hier schreibe ich jetzt eine ganz normale Formel hin. Vorsicht, dieses Plus und dieses Minus und dieses Mal heißt wieder Plus, Minus, Mal, so wie wir es gewöhnt sind. Das ist eine richtige mathematische Formel, die hier steht, die einfach drei Parameter hat, nämlich dieses a als Faktor, dieses b, das ich von meinem Log b abziehe, und das c, das mir die Parabel noch nach oben und unten verschiebt. Und damit kann ich eine Parabel beschreiben, ja? Log p minus, das heißt letzten Endes Log p im Quadrat in Parabelform. Jetzt muss ich nur die richtigen Werte für a, b und c finden. Und das geht es tatsächlich wieder nur noch mit einem iterativen Optimierungsverfahren. Und da hängt es auch davon ab, womit ich anfange, also wie die Startwerte sind. Deshalb kann ich dieser NLS-Funktion auch noch Startwerte mit angeben. Man muss das nicht unbedingt machen, man muss es auch nicht immer machen, aber es kann durchaus sein, wenn man die Funktion einfach Startwerte raten lässt, dass sie dann die Lösung nicht findet. Ja? Deshalb habe ich hier mal ein bisschen rumgespielt und mit diesen Werten funktioniert es ganz gut. Also, ich lasse das mal hier laufen und schaue mir jetzt mal das Modell auch an. Können wir wieder ins Modell reinschauen. Dann sagt der Mod 2 ist ein nicht-lineares Regression-Model. Da steht wieder die Formel und hier stehen die Werte für a, b und c. Wunderbar. Wenn ich das jetzt plotten will, dann muss ich wieder das machen, was wir vorher gesehen haben. Ich mache mir einen neuen Data Frame, der wieder Log p-Werte enthält und die mache ich einfach als Sequenz vom kleinsten bis zum größten Wert. Und ich möchte 100, ach nee, ich möchte 1000 haben. Ja, 1000 Werte, damit es schön fein ist. Schauen wir uns mal an, wie Brett aussieht. Ja, das sind 1000 Werte, die von 0 bis 9 hier gehen. Ja. Vom kleinsten bis zum größten Wert. Bis 9,5 ist der größte Wert. Okay. So, und jetzt kann ich predikten. Sage ich einfach Predict, Modell, mein Data Frame. Predict erkennt wieder, die nötigen Spalten sind da alle. Und ich speichere das auch wieder in einer neuen Spalte in meinem Data Frame ab. Und schaue mir den Data Frame nochmal an, vielleicht lieber mit Head. Ja, und jetzt ist Log BCF mit dazu berechnet. Plotten wir mal mit dazu. Ich plotte es mal einfach hier mit rein als blaue Linie. Und voilà, so sieht unser Fit aus. Ist nicht ganz perfekt. Ja, hier im linken Teil, hier im rechten Teil sieht es besser aus als im linken. Diese ansteigende Parabel, die repräsentiert nicht wirklich. Eigentlich ist es eher linear als parabelförmig. Ja, aber es ist komisch. Man bräuchte eine Formel, eine Funktion, die auf der linken Seite linear ist, die dann eine Gerade ist, die auf der rechten Seite eine Gerade ist und da oben aber so einen Knick macht. Gibt es sowas?
Wir probieren mal noch was anderes. Vielleicht ist ja diese streng definierte Parabel, die ich habe, vielleicht ist die ja zu streng. Vielleicht kann er das einfach nicht richtig anpassen. Deshalb probiere ich noch mal eine richtig schöne, ganz allgemeine Parabel zu machen. Halt, die hier war es. Wo ist sie? Die hier war es. Das ist meine Parabel, ja. Vielleicht war die hier zu streng. Ich versuche mal, eine allgemeinere Parabel zu definieren, indem ich einfach ein Polynom nehme. Ja, da ist ein quadratischer Term drin und ein linearer Term drin. Also ein ganz normales Polynom a mal x Quadrat plus b mal x plus c. Machen wir nochmal ein Modell. Ja, ich mache wieder ein neues Predict und mache in meinem Data Frame wieder die Spalte dran. Brit. Headbrett haben wir doch vorher gehabt. Ja, jetzt ist Para ist eigentlich das Polynom. Okay, ist egal, heißt jetzt schon so. Ja. Lassen Sie mich jetzt das mal in grün darüber plotten. Das sieht genau gleich aus. Ja, also, auch wenn ich das als allgemeines Polynom definiere, kommt am Ende genau die gleiche Parabel raus, wie wenn ich hier denke, ein bisschen cleverer zu sein. Und mir überlege, wie ich die Parabel definieren will, damit es so eine schöne auf den Kopf gestellte Parabel gibt. Ich kann es einfach als Polynom machen und das passt auch. Tja, aber das passt auch, heißt natürlich, es passt nicht so, wie ich es eigentlich will. Ein Freund von mir aus alten Tagen, der hatte eine Idee und hat die auch publiziert. Kommt gleich noch eine Folie. Mit der Referenz drauf. Und zwar, der hat sich eine Funktion überlegt, mit der man tatsächlich diesen Verlauf links geht es geradeaus und rechts geht es geradeaus und dazwischen ist ein Knick, wie man den hinbekommen kann. Und diese Formel, die lautet a mal log b plus b mal und jetzt Logarithmus, ein Parameter, zum Beispiel Beta, mal 10 hoch log p plus 1. Also Logarithmus 10 von 10 hoch log p hebt sich wieder weg. Aber da innen drin haben wir den Parameter Beta und wir haben einen plus 1 und nachher noch einen plus c. Das ist eine komische Formel. Aber Sie werden sehen, die Formel macht genau so eine Form, wie wir sie brauchen. Und jetzt versuchen wir mal das anzufinden. Hier wird es jetzt langsam ein bisschen knifflig, die richtigen Startwerte zu finden. Ja, das Beta ist typischerweise relativ klein, damit es funktioniert. Wir probieren es mal. Ich habe es mal Hugo genannt, weil der Freund von mir, der heißt Hugo Cubini. Und wenn ich mir das Modell anschaue, dann sieht man wieder Nonlinear Regression Model und das ist hier die Formel. Und hier sind die A, B, Beta und C. Vier Parameter. Das Beta ist auch sehr klein geblieben. Wir predikten wieder. Log bcf.hugo nenne ich das. Ich schaue mir wieder Head Predict an. Ja, und Sie sehen, wir haben jetzt den Original BCF, den vorhergesagten, dann den vorhergesagten wieder Parabel oder mit dem Polynom, kommt aber das Gleiche raus. Und jetzt den mit dieser komischen Formel vorhergesagten. Und das plotte ich jetzt einfach da mal drüber. Und jetzt sehen Sie was. Das stimmt nämlich tatsächlich. Ja. Dieser Plot macht tatsächlich genau das. Er plottet eine Gerade. Das ist eine wunderschöne Gerade hier. Und das ist eine wunderschöne Gerade hier. Und dazwischen ist ein Knick. Und warum ist das so interessant? Das ist deshalb interessant, weil es relativ viele Dinge in der Natur gibt, die genau so einen Verlauf zeigen. Ich gehe gerade mal nochmal nach vorne, damit Sie mich wieder sehen können. Gut, da sind wir wieder. Hier nochmal die Summary. Also, das ist unsere tolle Formel. Ja, dieses p ist nicht im Logarithmus, das eine, darauf achten. Ja, sonst haben wir überall log p, aber an der einen Stelle haben wir innerhalb der Klammer vom Logarithmus das p modifiziert und das ist der Trick. Das sorgt dafür, dass wir dieses bilineare Verhalten bekommen, das hier die gelbe Linie ist.
Warum ist das so interessant? Das ist deshalb interessant, weil es gibt tatsächlich in der Natur relativ viele Gesetzmäßigkeiten, die genauso laufen. Ja? Hier 1976 bereits von Hugo publiziert. Und man findet, wenn Sie mal in die Literatur schauen, was es für Messdaten gibt für alles Mögliche, sei es beim Klima, sei es beim Wetter, sei es in der Biologie, in der Geologie. Überall sieht man Zusammenhänge, die genauso aussehen, weil eben die Natur vielleicht bei kleinen Größen einer bestimmten Messgröße ein anderes Verhalten zeigt als bei großen Größen. Und das ist dann so ein bilineares Verhalten. Und das kann man mit dieser Formel hier wunderbar modellieren. Also für mich die wichtigste Form der nichtlinearen Regression, die bilineare Regression. Und das funktioniert super gut und einfach. Ja, das kommt noch mit dazu. So, jetzt haben wir Regression gerechnet. In den allermeisten Fällen brauchen wir aber, wenn wir irgendetwas modellieren wollen, keine Regression. Sprich, wir wollen nicht einen skalaren Wert vorhersagen, sondern wir haben als Zielgröße Klassenzugehörigkeiten. Also wir wollen erkennen, dass ein Werkstück kaputt ist oder ob es ganz ist. Oder wir wollen wissen, ob irgendwas zu einer Klasse gehört oder zu einer anderen Klasse gehört. Das heißt, wir brauchen Klassifikatoren. Die Frage ist, können wir aus so einer Regression vielleicht auch einen Klassifizierer machen, einen Classifier, der uns Klassenzugehörigkeiten vorhersagt? Bauen wir uns mal ein Beispiel. Ja, ganz einfaches Beispiel. Wir haben gerade hier zurzeit Corona-Welle. Das heißt, es laufen Leute rum, die messen Fieber in manchen Ländern. Ja, müssen sie, bevor sie in den Zug einsteigen, sich an der Stirn die Temperatur messen lassen. Und dann versucht man zu sagen, ist das Fieber so hoch, dass man vielleicht Corona hat und deshalb nicht mit dem Zug mitfahren darf. Also, messen wir mal, machen wir mal einen Trainingsdatensatz. Ja, wir laufen mal rum, messen bei irgendwelchen Leuten die Körpertemperatur und fragen sie dann, ob sie krank sind oder gesund sind. Ja, und dann bekommen wir hier eine bestimmte Zahl von Trainingsdaten. Ist das ein guter Klassifizierer? Also können wir anhand von der Temperatur bestimmen, ob jemand krank ist oder gesund ist? So nicht. Ja, also das Erste, was wir machen müssen, vielleicht ist, wir müssen sortieren nach der Größe. Ja, wir sortieren die Temperatur und dann schauen wir mal, wo sind denn die Gesunden und wo sind die Kranken. Ja, und wenn das so aussieht, dann könnte man sagen, ja wunderbar, guck mal, an der Stelle hier, da können wir eine Trennlinie ziehen und alle, die eine Körpertemperatur haben, die größer ist, die sind krank und alle, die eine haben, die kleiner ist, die sind gesund. Wenn wir sowas sehen, wunderbar. In aller Regel ist das natürlich nicht so. Ja, in aller Regel sieht es zum Beispiel so aus. Ja, wir haben ein paar Kranke, die haben eine normale Körpertemperatur und wir haben vielleicht auch ein paar Gesunde, die haben eine höhere Körpertemperatur. Naja, die sind vielleicht auch nicht gesund, aber die haben vielleicht zum Beispiel keine Covid-19 Infektion, die wir eigentlich sehen wollen, sondern die haben aus einem anderen Grund Fieber und deshalb stehen die hier als Corona-gesund sozusagen drin. Also, wenn es so aussieht, dann können wir nicht mehr so ein Level angeben und sagen, ah, wenn du mehr als 37,9 hast, dann bist du krank. Nee, das geht nicht. Ja, ich mache immer Fehler. Schlecht. Haben wir jetzt verloren oder gibt es einen Ausweg, der uns da raushilft? Naja, wir müssen unseren Klassifizierer eben irgendwie, unser Kriterium irgendwie beschreiben. Und das Schönste, die vollständige Beschreibung der Fähigkeit unseres Klassifizierers ist, wir machen diese Tabelle hier, die nennt sich Confusion Table. Und da steht eben drin, wenn ich male es mal ein, wenn ich zum Beispiel hier eine Grenze einzeichne, dann kann ich abziehen und sage, alle, die eine niedrigere Körpertemperatur haben, die seien gesund und alle anderen seien krank. Dann kann ich eben sagen, wie viel, ich sag mal, positiv sei krank, ja, also wie viel Kranke erkenne ich korrekt, weil sie auch wirklich krank sind, wie viel Gesunde erkenne ich, weil sie auch wirklich gesund sind, und ich mache aber zwei Fehler.
Ich habe die falsch positiven, also die, die ich krank nenne, nämlich die da, die Grünen da unten, obwohl sie in Wirklichkeit gesund sind. Oder die, die, von denen ich denke, sie sind gesund, so wie der da oben, obwohl er in Wirklichkeit krank ist. Ja, das richtig beurteilen, wie gut mein Kriterium ist, kann ich, wenn ich diese ganze Tabelle hier habe und mir die angucke. Die Confusion Table heißt das. Ja, wenn Ihnen die Confusion Table nichts sagt und Ihnen so Begriffe wie Sensitivität, Selektivität, Precision Recall, Accuracy nicht so richtig vollgeläufig sind, dann schauen Sie sich das extra Video an, das ich Ihnen auch parallel zu dieser Veranstaltung mit hochgeladen habe. Da wird das alles ziemlich ausführlich erklärt. Ja, jetzt kommt nur so ein ganz kurzer Durchmarsch. Ja, ich mache den Hasen hier nicht umsonst hin. Machen Sie es auch, wenn Sie die Begriffe, sagen wir mal, Sensitivität, Selektivität, Recall Precision, wenn Sie die nicht kennen und nicht genau wissen, was es bedeutet, dann schauen Sie sich's an, weil sonst verstehen Sie nichts von dem, was Sie eigentlich im Data Mining tun. Also, ich habe extra das zusätzliche Video gemacht. Hier nur der ganz schnelle Durchmarsch. Ja? Wenn wir wissen wollen, wie gut unser Limit ist, das wir hier haben, also Temperaturlimit, zum Beispiel 38 Grad, das Erste, was alle Leute berechnen, ist die Accuracy. Ja, wir berechnen, wie viel ist denn richtig. In dem extra Video werde ich Ihnen Beispiele zeigen, in denen Sie sehen, dass die Accuracy meistens ein ganz schlechtes Maß ist dafür. Die sagt uns gar nichts darüber aus, wie akkurat richtig die Ergebnisse wirklich sind und wie sinnvoll sie sind. Im Normalfall braucht man zwei Werte, um ein Modell richtig zu erklären, um zu verstehen, was da los ist. Wir nehmen meistens die True Positive Rate und die True Negative Rate, also die Zahl der Positiven, die richtig als positiv erkannt werden, und die Zahl der Negativen, die richtig als negativ erkannt werden. Die heißen auch Sensitivity und Spezificity. Im Angelsächsischen, vor allem bei den Amerikanern, die benutzen sehr häufig stattdessen die Begriffe Recall und Precision. Recall ist das gleiche wie die True Positive Rate. Precision ist was anderes. Precision ist die True Positives durch die True Positives plus die False Positives. Ja, die False Positives plus die True Positives. Das heißt, welcher Anteil meiner insgesamt als positiv erkannten sind tatsächlich positiv. Das soll natürlich auch 100% sein. Logisch, ja. Es ist Geschmackssache. Ich tendiere tatsächlich auch dazu, dass die Precision eigentlich ein anschaulicheres Maß ist als die True Negative Rate. Aber ist Ansichtssache. Meistens sieht man bei uns das da oben. Wenn man doch den Klassifizierer mit einer Maßzahl beschreiben will, dann kann man entweder die Accuracy balancieren, die taugt aber immer noch nichts, lassen Sie es am besten gleich bleiben. Oder man nimmt einen dieser Scores da unten, der F1-Score, der ist das harmonische Mittel zwischen Precision und Recall. Oder den G-Mean, den kann man entweder aus Precision Recall oder aus Sensi und Spezi berechnen. Das ist dann sozusagen, ja, wenn man es anguckt, das ist das geometrische Mittel, ja, eine andere Art Mittelwert. Beide sind ziemlich gut. Sprich, die schlagen stark aus, wenn einer der beiden Werte schlecht ist. Oder man nimmt den Chakar-Index, sogenannte Intersection over Union, wie gesagt, im Zusatzvideo alles ausführlich erklären. Wenn wir viele Klassen haben, können wir trotzdem eine Confusion Table machen, die wird dann eben größer. Ja, brauche ich gar nichts dazu zu sagen, das ist ziemlich selbsterklärend, glaube ich, ja, wenn wir das so anschauen. Jetzt will ich Ihnen noch ein Werkzeug mit an die Hand geben, mit dem Sie einen Datensatz beurteilen können. Ja, wir sind immer noch ein Stück weit in der explorativen Datenanalyse und dieses Werkzeug heißt ROC. Receiver Operating Characteristics. Die ROC, die wurde ursprünglich dazu benutzt, bei einem Receiver, bei einem Empfänger festzulegen, ab welchem Level ein
was Positives gehört wird oder nicht. Also nehmen Sie mal an, Sie hören irgendwo, Sie sitzen im Schützengraben, ja, im Gefecht, und dann kommt eine Morseübertragung und jetzt müssen Sie an Ihren Empfänger einstellen, ab wann Sie das Summen hören und ab wann nicht. Und das ist genau der gleiche Fall wie bei unseren, ich gehe mal auf die nächste Folie schon, wie bei unseren Kranken hier, ja. Ab welcher Temperatur ist er denn krank? Ab wann höre ich das? Wenn ich das sehr empfindlich einstelle, dann höre ich eben sehr schnell schon was, aber ich höre es vielleicht auch falsch. Wenn ich sehr unempfindlich einstelle, dann höre ich sicher nichts Falsches brummen, aber ich überhöre vielleicht auch was. Also ich muss irgendwo das richtige Level finden. Und dazu eignet sich diese Kurve. Und diese Kurve, die konstruieren wir gleich, dass Sie sehen, wie das passiert. Wir haben prinzipiell ein Diagramm, da haben wir die Spezifizität aufgetragen. Und zwar 1 minus Spezifizität haben wir hier unten aufgetragen. Das sind die 1, die ist da drüben. Und die Sensitivität haben wir nach oben aufgetragen. Ja, das wäre andersrum hier die False Positive Rate und nach oben die True Positive Rate, die wir hier aufgetragen haben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir einzeichnen für verschiedene Limits, an denen wir die Trennung machen, wo da die Punkte sind. Das zeige ich Ihnen an der Tafel. Ich fange mal an, das hier zu konstruieren. Ja, dazu sage ich als erstes, ich mache mein Limit ganz nach unten. Ja, also ich sage nur, die da drunter wären, die wären krank. Wie viele Falschpositive habe ich dann? Naja, null. Ja, gar keiner. Wie groß ist meine True Positive Rate? Also wie viele meiner tatsächlich Kranken habe ich denn erkannt? Keinen habe ich erkannt. Ja, alle Kranken hier fallen raus. Also hier bin ich bei 0. Jetzt gehen wir mal um 1 nach oben. Ja, das ist, ich mache mal ein Pfeilchen hin. Ja, das ist der hier. Jetzt gehen wir um 1 nach oben. Jetzt habe ich einen Kranken erkannt. Wie groß ist meine Falsch-Positivrate? Die ist immer noch 0, weil ich habe nur einen erkannt und der ist zu Recht positiv markiert. Was ist mit der True Positive Rate? Wie viel meiner tatsächlich Kranken habe ich jetzt erkannt? Ah, jetzt habe ich ein bisschen was erkannt. Also die ist nicht mehr null. Also jetzt bin ich hier ein bisschen nach oben gerutscht. Ja, ich bin ein bisschen nach oben gerutscht. Wenn ich das Limit weiter senke, ja, da rutsche ich noch ein bisschen nach oben. Ja, weil ich ja immer mehr der tatsächlich Kranken tatsächlich erwischt. Und so geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, hier bin ich dann vielleicht irgendwo da gelandet. Meine Falsch-Positivrate ist immer noch 0. Wenn ich es hier anmache, bin ich. Die Falsch-Positivrate ist immer noch 0. Die True-Positivrate, die wird langsam größer, weil ich lauter korrekte Positiv, ausschließlich korrekte Positivbewertungen habe. So, jetzt kommt es aber. Jetzt mache ich mein Limit hier. Das heißt, wie viel korrekte Positiv Klassifizierung habe ich, gleich viel wie vorher. Das heißt, auf der Schiene bleibe ich hier gleich. Aber jetzt habe ich einen Falsch-Positiven. Hier ist ein Gesunder und von dem würde ich jetzt sagen, hey, du bist krank. Also habe ich einen Falsch-Positiven. Und jetzt machen wir das, ja, das heißt, das ist der hier. Jetzt machen wir noch mal eins höher. Jetzt habe ich noch mal einen Falsch-Positiven, da komme ich noch weiter darum. Das ist der hier. Jetzt kommt wieder ein Kranker, Sie ahnen es, dann gehe ich natürlich wieder nach oben. Ja, also, Sie sehen, was hier entsteht. Ich gehe nach oben und nach rechts. Ich gehe jetzt nicht über jedes einzelne drüber, sondern wir gehen mal ganz auf die andere Seite, nach oben. Wie sieht es denn da aus? Jetzt sagen wir, alle sind krank. Das heißt, die Falsch-Positivrate, die ist jetzt maximal, weil ich einfach zu allen sage, sie seien krank. Ja, kein Gesunder wird korrekt als gesund erkannt. Die Spezifität ist null. Ich bin ganz da oben. Ja. Wohingegen die True Positive Rate, die ist tatsächlich 1, weil ich habe alle Kranken tatsächlich auch als krank erkannt. So, jetzt ahnen Sie schon, was hier passiert. Wir bekommen eine Kurve, die, wenn ich sie schön einmal irgendwie so aussieht. Ja. Und das ist die Rockkurve. Die Rockkurve geht immer von der links unteren Ecke
in die rechtsobere Ecke und macht so einen Bauch. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Rockkurve in unterschiedlichen Fällen aussieht. Also im nächsten Fall. Ich nehme mal an, wir haben so ein Beispiel, das richtig schön ist. Ja? Wir haben hier ein Limit. Wenn wir so konstruieren wie eben, heißt es, wir gehen von da unten nach da oben, nach da oben, nach da oben, nach da oben. Hier haben wir alle erkannt. Das heißt, wir haben eine True Positive Rate von 1 bis da oben. Der Punkt ist tatsächlich da. Und jetzt gibt es ja nur noch eine Möglichkeit. Wir gehen darüber. Also, das ist die ideale Rockkurve. Die geht ganz hier raus, die geht über die Ecken. Wenn Sie einen Datensatz haben und Sie lassen eine Rockkurve berechnen und die sieht so aus, dann wissen Sie, ich kann eine Trennlinie einfügen. Mit der kann ich tatsächlich die Klassen auf Anhieb perfekt trennen. Wie sieht die schlechtestmögliche Rockkurve aus? Tja, hier ist einer krank. Das ist wie vorher am Anfang, ja? Jetzt ist einer gesund. Da geht meine Spezifität etwas runter. Die Falsch-Positivrate steigt. Jetzt ist wieder einer krank. Dann steigt die True-Positiv-Rate. Jetzt ist wieder einer gesund und so weiter. Das heißt, wir gehen immer so hoch. Idealisiert eingezeichnet würde das jetzt so aussehen. Das heißt, die schlechtestmögliche Rockkurve, die es gibt, das ist die hier. Ja, die geht über die Diagonale. Die bestmögliche Rockkurve geht nach oben. Die schlechtestmögliche Rockkurve, ich mache sie mal rot, ja, geht über Diagonale. So. Wenn Sie die Rockkurve malen, können Sie für ein Attribut zumindest relativ gut sehen, wie gut dieses Attribut Ihren Datensatz trennt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Manchmal machen Sie sowas und da kommt irgendwie sowas raus hier. Ja, muss natürlich auch in die Ecke gehen. Die umgekehrte Rockkurve habe ich oben hingeschrieben. Wie kann das sein, wenn doch die schlechteste Rockkurve eigentlich die hier ist, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, diese Rockkurve darf es eigentlich nicht geben. Die Rockkurve gibt es dann, wenn Sie was falsch machen, wenn Sie Ihr Kriterium falsch machen. Ja, wenn Sie sagen, T größer 38 Grad heißt gesund. Ja, das ist Blödsinn, das Limit falsch rum anzuwenden. Aber wenn Sie das machen, dann bekommen Sie so eine nach unten gewölbte, so eine konkave Rockkurve. Das ist nicht ganz so schlimm, weil Sie können die Güte trotzdem ablesen. Ja? Die Rockkurve ist trotzdem schlechter als die Rockkurve. Nur Ihr Limit ist falsch rum gewählt. Also der bessere Weg wäre das Limit umdrehen und dann also das Entscheidungskriterium umdrehen. Dann flippt das wieder auf die richtige Seite. Wenn das so ist, dass die Rockkurve uns zeigt, wie gut ein Attribut fähig ist, unseren Datensatz zu klassifizieren, dann wollen wir das natürlich auch wieder in einer Zahl wiedergeben. Und diese Zahl, die man da nimmt, die ist die Area under Curve, also die Fläche unter der Kurve, unter der Rockkurve. Ja, und Sie sehen, für die ideale Rockkurve ist das 1,0. Für die schlechtestmögliche Rockkurve ist das 0,5. Also die AUC hat einen Wertebereich zwischen 1,0 und 0,5. Sie schauen sich die Rockkurve natürlich an, wie sie aussieht, optisch. Sie können aber auch die AUC berechnen und dann sehen Sie,
wenn die dicht bei 1 liegt, dann ist die Trennscharfe quasi, dann ist es möglich, mit diesem Attribut den Datensatz zu trennen. Wenn nicht, wenn die AOC dicht bei 0,5 liegt, dann sagt das nichts aus. Sie können mit der Rockkurve auch noch mehr machen. Ja, Sie können mit der Rockkurve, ich lösche mal hier ein bisschen was weg. Sie können mit der Rockkurve auch so Sachen machen wie, sagen wir mal, die sieht irgendwie so aus. Sie können jetzt Ihr Entscheidungskriterium auswählen. Wenn Sie sagen, ich möchte eine ganz kleine Falsch-Positiv-Rate, also eine hohe Spezifität, dann muss ich irgendwie hier drüben bleiben, ja, damit ich eine hohe Spezifität habe. Wenn Sie aber sagen, die Spezifität ist mir egal, ich möchte aber eine hohe True-Positive-Rate, dann müssen Sie irgendwo nach da drüben gehen, ja, und hier oben Ihr Entscheidungskriterium haben und müssen schauen, bei welchem Kriterium war denn das oder bei welchem Kriterium war denn das. Und so können Sie anhand von der Rockkurve auch entscheiden, will ich mehr falsch positive akzeptieren oder will ich mehr falsch negative akzeptieren? Es ist tatsächlich nicht immer so, dass irgendwie der Wert, der hier am dichtesten, am weitesten oben ist, der quasi der beste Kompromiss ist zwischen falsch Positivrate und wahr Positivrate, dass der immer der ist, dass selbst das immer der Wert ist, den Sie suchen. Ja, das werden wir an Beispielen demnächst sehen. Dazu schauen wir uns wieder ein Beispiel aus der Medizin an, weil da kann man sowas ganz gut anwenden. Hier eine Krankheit, die leider relativ häufig ist, nämlich Prostatakrebs, den relativ viele Männer kriegen. Inzidenz ist 70.000 pro Jahr, also 70.000 erkrankte Neuerkrankungen gibt es da pro Jahr. Das sind etwa ein Drittel aller Krebserkrankungen bei Männern. Und für diesen Prostatakrebs, da gibt es einen Marker, man sagt einen Biomarker, nämlich das ist ein Wert, das prostataspezifische Antigen. Das kann man bestimmen, ja, das kann der Arzt bestimmen. Und so wie gerade das mit der Temperatur, kann sagen, wenn der Wert eine bestimmte Größe übersteigt, dann müssen wir aufpassen, dann ist es vielleicht, dann haben Sie vielleicht einen Krebs. Wenn der Wert da nicht drüber geht, dann hat man den Krebs nicht. Ja, also einer der wenigen Krebsarten, für die es tatsächlich so einen Marker gibt, an dem man den Krebs erkennen kann. Deshalb ist es sehr wichtig. Die Frage ist, ist es ein guter Klassifizierer, dieser Marker, oder nicht? Und da schauen wir uns mal die Rock an und gucken uns das mal in dem Beispiel an, wie sich das so verhält. Ich muss mal die Folie um eins weitermachen. So. Ja, hier habe ich aus dem Medizinerlehrbuch, was ist ein normales PSA-Ergebnis? Und die sagen irgendwo, die Levels sollten unter 4,0 Nanogramm pro Milliliter liegen. Dann ist gut. Ja, wenn es drüber ist, dann ist es schlecht. Also diese 4,0 Nanogramm pro Liter merken Sie sich niemals. Den Rest müssen Sie jetzt nicht durchlesen. Jetzt malen wir mal die Rock. Ja, wir malen sie natürlich jetzt nicht von Hand, sondern wir schauen uns Rock-Software an. Ich habe einen Datensatz, den habe ich Ihnen jetzt hier gar nicht auf die Folie gepackt, mit mehreren tausend Werten drin. Das heißt, das sind PSA-Werte gemessen bei Männern und dann steht dabei, der hat Krebs oder der hat keinen Krebs. Ja? Hier habe ich mal ein paar Pakete aufgeschrieben, die es für R, Julia und Python gibt. Es gibt auch noch viel, viel mehr. Ja, das ist nun mal so das Übliche. Rocker ist was relativ Bekanntes. Wie sieht so eine Rockerkurve aus? Ja, ich lade den Datensatz in den Data Frame und kann direkt eine Rockkurve berechnen. Und Sie sehen, die Rockkurve sieht etwa so aus, wie wir es erwarten. Ja, das ist genau diese Kurve, die da hochgeht, gekrümmt ist. Und jetzt kann ich mir überlegen, ist es gut oder schlecht? Ganz schlecht ist es nicht. Es geht nicht über die Diagonale. Ganz gut ist es auch nicht. Ja, da ist relativ viel Luft da links oben im Eck. Geht auch nicht über die Ecke. Also es gibt definitiv nicht einen Wert, der unterscheidet. Sonst müsste die Kurve oben wirklich über die linke, links oben Ecke gehen. Tut sie aber nicht. Ja, das Rocker kann einem zum Beispiel auch die Accuracy in Abhängigkeit vom Cutoff, ja, also in Abhängigkeit von meinem Limit, an dem ich die Grenze ziehe, sagen, Sie sehen, die Accuracy, die geht hier maximal bis 0,9
Was aber so schlecht gar nicht ist. 0,9 ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber nur einen ganz spitzen Teil und dann geht es schon wieder runter. Außerdem ist die Accuracy ein schlechtes Maß. Auf die wollen wir eigentlich gar nicht gucken. Im Skript habe ich Ihnen ein paar Rocker-Aufrufe noch drin, damit Sie sehen können, wie das funktioniert. Hier habe ich die Accuracy ein bisschen rausvergrößert. Ja, ich habe unten einfach gespreizt, indem ich eine logarithmische Skala genommen habe. Dann sieht man ein bisschen besser, wie das hier geht und kann auch besser ablesen, wo vielleicht eine Grenze wäre für einen vernünftigen Wert. Hier kommt jetzt mal der Datensatz. Ja, genau. Ja, das ist die Folie, die eigentlich woher kommen sollen. Ja. Das ist eine Spalte mit den PSA-Levels und dann eine Spalte, in der krank oder gesund hinten steht. Also, wie die Rockkurve aussieht, haben wir schon gesehen. Wir schauen uns mal ein einfaches Beispiel an mit weniger Daten. Ich habe hier mal die genommen, die Temperaturdaten von vorher. Ja, das sind die krank, gesund Daten von vorher. Da habe ich für krank habe ich einfach 1 genommen und für gesund habe ich 0 genommen. Ja, so kann man das schön plotten. Und Sie sehen, ich habe natürlich nur die zwei Levels. Und Sie sehen, da gibt es irgendwie eine Abhängigkeit. Ja, ganz klar. Von da nach da gibt es irgendwie eine Abhängigkeit. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, gut, wenn es eine Abhängigkeit gibt, dann lass uns doch eine Regression berechnen. Ja, jetzt rechne ich eine Regressionsgerade mit LM, bekomme diese Gerade hier raus. Aber das macht nicht viel Sinn. Ja? Ich will ja 1 oder 0 als Ergebnis haben. Ich will ja nicht, da habe ich was größer als 1, da drüben habe ich was kleiner als 1. Nee, das will ich nicht haben. Ich will 1 oder 0 haben als Ergebnis. Also, das macht nicht viel Sinn. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht unsere Regression so umzubauen, dass uns die tatsächlich das besser macht? Das heißt, was wir eigentlich bräuchten, ich mal hier rein, was wir eigentlich bräuchten, ja, ich muss jetzt nach vorne kommen zu Ihnen, einen Moment. Wir bräuchten irgendwie eine Kurve, die vielleicht so aussieht, oder? Wenn wir statt der Geraden so eine Kurve bekommen würden. Ja, wenn wir so eine bekommen würden, die uns tatsächlich irgendwie einen Wert zwischen 0 und 1 zurückliefert, das wäre doch klasse. Dann könnte ich das vielleicht als Wahrscheinlichkeit interpretieren, ja, und könnte vielleicht sagen, ah, da drüben ist die Wahrscheinlichkeit 0, dass er krank ist, da oben ist die Wahrscheinlichkeit 1, dass er krank ist und dazwischen habe ich eine Wahrscheinlichkeit vielleicht von 0,5, dass er krank ist, irgendwie sowas. Also das wäre klasse. Können wir sowas machen? Was können wir machen? So eine Kurve, die so aussieht, die kennen Sie vielleicht schon, wenn Sie schon ein bisschen Machine Learning Erfahrung haben, kennen Sie die schon. Bei TensorFlow heißt das Ding Sigmoide-Kurve. Tatsächlich ist es die logistische Funktion. Die Formel steht da. Das ist 1 durch 1 plus e hoch minus x. Das sieht genauso aus, ja. 1 durch 1 plus e hoch minus x. Und das kann ich jetzt verwenden für mein Modell. Und zwar, wenn Sie mal da reinschauen in den Exponenten, e hoch minus Beta 0 plus Beta 1 mal x1. Im Exponenten steht eine Geradengleichung. Ja, im Exponenten steht eine Geradengleichung. Die Geradengleichung, die kann ich ja quasi als lineares Modell auffassen, aber die Güte von meinem Modell, die berechne ich nicht mehr jetzt, indem ich die Regression berechne, also die Varianz, die Kovarianz durch die Varianz teile, sondern oder die Residuen minimiere, sondern die Güte, die berechne ich jetzt danach, dass ich das P, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der 1 bin, dass ich das so optimiere, dass ich möglichst viele richtige Vorhersagen mache. Ja, also dass für alle Kranken tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein, möglichst hoch ist und für alle Gesunden die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein, möglichst niedrig. Man sagt, es gibt dann einen Maximum Likelihood-Schätzer. Und das kann ich so machen. Ja. Das kann ich auch multilinear machen. Ja. Da steht da oben eben die Gleichung
für so ein multilineares System drin, kein Problem. Und wenn ich das hier fitte, dann kann ich tatsächlich sowas machen. Wir schauen uns das jetzt nochmal erstmal nochmal richtig geplottet an. Ja? Das sind unsere Temperaturdaten und Sie sehen, ich kriege hier wieder eine Geradengleichung raus, aber die steht im Exponenten und deshalb sieht meine Kurve so aus wie die rote. Und ich kann jetzt an jeder Stelle ablesen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand krank ist, wenn er so eine Körpertemperatur hat. Ja, basierend auf dem Datensatz, der ein bisschen schräg ist. Ja. Aber ja, Sie sehen, bei 36 Grad ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gesund ist, sehr hoch. Bei 40 Grad ist die Wahrscheinlichkeit, dass er krank ist, sehr hoch. Und dazwischen ist so ein Übergang. Man sagt, das ist eine sigmoide Kurve. Ja. Sieht aus wie so ein S. Also das ist eine sigmoide Kurve. So, jetzt gehen wir wieder zu unserem Prostata-Datensatz. Man nennt so eine Regression eine Logit-Regression. Warum? Weil die lineare Regression, die multilineare Regression, noch quasi durch die logistische Funktion geschleift wird. Die ist ziemlich, ziemlich wichtig und ziemlich interessant. Tatsächlich ist es sogar so interessant, dass die Erfinder davon, McFadden und Heckman, im Jahr 2000 den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften dafür bekommen haben. Die haben das im Bereich der Wirtschaftswissenschaften angewendet und haben da, das eben war so wichtig, dass quasi der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaftler, den die dafür gekriegt haben. Im Jahr 2000 ist gar nicht so lange her. Erfunden haben sie es natürlich schon früher. Also, ich lade mal unseren PSA-Datensatz. Okay, und dann ersetze ich die Kranks durch Einsen und die alles, was nicht krank ist, ersetze ich durch die Null. Ich kann mal ein Head machen, Head X, dass Sie sehen, wie das aussieht. Ja, wir haben ursprünglich PSA und Diagnose drin und jetzt habe ich mit diesen beiden Zeilen da oben noch krank durch 1 mit 1 markiert und gesund mit 0. Das sind diese beiden Zeilen hier. Jetzt mache ich mein Data Frame ein bisschen kleiner, dass ich nur diese beiden Spalten drin habe, die ich brauche. Ja? Der In-Operator ist in Infix-Notation ist ganz praktisch hier. Wenn wir das hier plotten, dann sieht es so aus. Ja, Sie sehen, der PSA-Wert kann sehr groß werden. Ja, bei 4, Sie erinnern sich, war das Limit. Er kann auch bis 1000, er kann auch bis 10.000 gehen sogar. Jetzt baue ich mir mein Modell. Dazu brauche ich eine andere Funktion, nämlich die GLM-Funktion. Das ist ein generalisiertes lineares Modell. Sage, ich möchte wieder die Diagnose modellieren als Funktion der PSA. Der Data Frame heißt Data und ich sage hier hinten noch, das soll eine binomiale Funktion sein. Ich habe zwei Ausprägungen und ich will das vom Typ Logit haben. Also das führen wir jetzt aus. Er sagt, er warnt, weil es da Ergebnisse gibt, die exakt 0 oder 1 sind. Das ist kein Wunder, weil ich ja hier einen ganz langen Schwanz habe mit riesig großen PSA-Werten. So, jetzt will ich mir das hier einzeichnen. Dazu muss ich wieder mein Data Frame für die Vorhersagen machen, kann den predicten und kann den plotten und das sieht so aus. Ja, und jetzt sehen wir die sigmoide Funktion. Da sehen wir nicht viel davon, weil diese ganze Stufe ist ganz hier vorne. Ja, und da oben ist überall 1. Also ich zoome mal ein bisschen rein. Ja, nur den Bereich von 1 bis 100. Jetzt sieht man schon eher, dass das eine sigmoide Funktion ist. Ich zoome mal noch ein bisschen weiter rein, nur von 1 bis 40. Jetzt sieht man es noch besser. Ja? Und Sie sehen, die Punkte liegen komplett übereinander. Ja, hier ist nicht viel Unterschied. Trotzdem kann die Logit hier so eine Kurve reinlegen. Wenn ich noch weiter reinzoome, sehen Sie es noch besser. Ja, die Logit kann uns hier eine Kurve reinlegen. Und jetzt sehen Sie hier, bei 4 ist der Wert, den die Ärzte sagen, wo die Grenze ist. Das ist gar nicht so dumm. Ja, das ist gar nicht so dumm. Wenn ich mal einen Plot zurückgehe, wer ist hier die 4? Also, das ist die Logit-Regression. Eine ganz, ganz furchtbar wichtige Geschichte, mit der wir solche
Datensätze, mit der wir aus der Regressionsanalyse, aus der Regressionsgerade einen Klassifizierer machen können, einen Klassifizierer, der zwischen zwei Klassen sehr gut unterscheiden kann. SRB hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, Challenger. Control program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Going to be able to get off. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Ja, ein verrücktes Beispiel will ich Ihnen jetzt noch zeigen. Die NASA, was Sie gesehen haben, ist die Challenger-Katastrophe. Ich erinnere mich noch gut daran, wie das Ding explodiert ist. Es war der erste Raumflug, auf dem eine Zivilistin dabei war, eine Lehrerin, haben sie damit reingesetzt, nach dem Motto: Jetzt sind Weltraumflüge für alle möglich. Das Space Shuttle macht es möglich. Und dann passiert sowas. Das Interessante ist, das kam nicht aus heiterem Himmel, sondern es gab Leute, die vorher schon gesagt haben, genau das wird passieren. Und zwar, was ist da passiert? Dieses Space Shuttle besteht ja aus dem eigentlichen Shuttle. Ich gehe mal eine Seite zurück. Genau, aus dem eigentlichen Shuttle. Und dann diesem riesigen Tank, ja, in dem Treibstoff drin ist. Und dann diesen zwei Booster-Raketen, ja, das sind Feststoffraketen wie Feuerwerksraketen, ja, gleiche Technologie wie Feuerwerksraketen, die da gezündet werden und dann abbrennen. Und diese Feststoffraketen, die Booster, die bestehen aus einzelnen Segmenten, die zusammengesteckt sind. Und da, wo die zusammengesteckt sind, das sind Gummidichtungen, damit das Gas, das Feuer nicht auf der Seite rauskommt, ja, mit Gummidichtungen zusammen. Und die Frage war jetzt, halten diese Gummidichtungen. Ja. Was da passiert ist, ist schlicht und ergreifend die Gummidichtung. Eine Gummidichtung hat versagt, dann ist das Feuer auf der Seite rausgekommen, hat den Tank angezündet und dann ist das ganze Ding explodiert. Also die Frage ist, halten diese Gummidichtungen oder nicht? Und das Interessante ist, es gab ja viele Tests schon vorher und bei diesen Tests hat es öfter schon Probleme mit diesen Gummidichtungen gegeben. Es gibt einen Datensatz von der NASA mit den Testergebnissen von Tests, die vor diesem Challenger-Start gemacht wurden. Ja, die Daten gab es damals schon. Und da steht hier immer die Temperatur. Das ist in Fahrenheit, ja, das ist in den USA. Und dann steht hier 1 oder 0, je nachdem, ob es ein Problem gab oder nicht. Jetzt ist es ziemlich schwierig, wenn man so eine Tabelle hat, jetzt zu sagen, ja, wir haben heute 55 Grad Fahrenheit. Geht es jetzt gut oder geht es nicht gut? Sehen Sie nicht wirklich. Ja? Sehen Sie nicht wirklich. Hier sehen Sie den Richard Feynman, Physiknobelpreisträger. Der war Teil der Kommission, die dieses Unglück untersucht hat. Und die haben tagelang, wochenlang, monatelang diskutiert und Experten angehört und irgendwas. Und der Feynman, der hat während so einer Sitzung, ist hier gerade fotografiert, hat er so ein Stück von diesem Gummi genommen, hat sich vom Saaldiener einen Becher mit Eiswasser bringen lassen, hat dann das Stück in das Eiswasser getunkt, weil die Temperatur, um die es ging, ist gerade etwa die um den Gefrierpunkt. Ja? Es ging darum, ob ein Start bei Außentemperaturen, die etwa gerade um den Gefrierpunkt sind, also 0 Grad Celsius, ob der sicher ist oder nicht. Und eben darum, ob dieses Gummi noch funktioniert. Oder ob dieses Gummi vielleicht
zu hart ist bei der Temperatur. Und da gab es eben Experten, die haben gesagt, es geht, und es gab Experten, die haben gesagt, es geht nicht. Und der Feynman hat das Gummi einfach in einen Becher mit Eiswasser gelegt und hat es nach 10 Minuten rausgenommen, auf den Tisch geworfen, und dann ist es zersplittert wie Glas. Und das ist völlig klar, bei der Temperatur ist das Gummi kein Gummi mehr, sondern ist spröde und kann nicht mehr funktionieren. Aus den Daten hätte man es vielleicht sehen können oder auch nicht. Visualisierungen habe ich Ihnen immer nahegelegt. Ja, wenn wir Daten haben, sehen wir nichts. Wenn wir visualisieren, sehen wir was. Die NASA hatte damals schöne Visualisierungen. Die Frage ist, sehen wir auf dieser Visualisierung, ob jetzt bei einer bestimmten Temperatur Gefahr besteht oder nicht? Ich sehe es nicht. Ja, ich sehe es nicht. Aber das ist eine der Übungsaufgaben auf dem nächsten Blatt. Da habe ich in den Datensatz mit reingepackt. Und die Aufgabe ist, mit einer Logit-Regression zu berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Temperatur, die da herrschte, das Ding, ein Unfall passiert, ein Unglück passiert oder nicht. Bin mal gespannt, was Sie ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Unfall passiert, ob die groß ist oder klein ist. Ja. Die Experten bei der NASA haben irgendwie so gesagt, naja, 1 zu 10.000 haben wir immer. Ja. Und das passiert halt nun mal. Rechnen Sie mal, und ich bin gespannt, was Sie herausfinden. Okay, jetzt kennen Sie vielleicht die einfachste Methode, die Regressionsanalyse. Sie kennen die Logit, auch eine super einfache Methode, die aber enorm mächtig ist. Zum Beispiel hier, zum Beispiel bei der Krebserkennung. Auch das ist eine Übungsaufgabe, in der Übungsaufgabe drin. Ja, damit sind Sie, glaube ich, schon ein Stück weiter, und damit sind wir jetzt richtig beim Klassifizieren und eigentlich beim Data Mining und beim Machine Learning schon angekommen. Aber eine Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen. Hüten Sie sich davor, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln, gilt immer. Hüten Sie sich davor, Vorhersagen zu machen über einen Bereich hinaus, der durch Ihre Daten abgesichert ist. Gerade wenn man Regressionsgeraden macht, ist man versucht, die Gerade einfach weiterzuzeichnen, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja, Sie erinnern sich an die bilinearen Zusammenhänge. Einfach eine Gerade weiterzuzeichnen über den Bereich hinaus, für den man Messdaten hat, ist sehr, sehr gefährlich. Es könnte sein, dass es da ganz anders weitergeht, als man denkt. So wie hier der Mönch, der das Ende der Welt findet, und der erwartet, da draußen die Himmelsmechanik zu sehen. Wenn er tatsächlich das Ende der Welt gefunden hätte und da durchgeguckt hätte in den Weltraum, hätte er sich gewundert, was er da sieht. Ganz sicher nicht das, was er erwartet hat. Okay, da gab es mal so einen Spruch. Ich habe ihn, glaube ich, gehört, auch von Hugo Cubini. Vorhersagen sind immer schwierig. Innen, also da, wo ich mich auskenne, kann ich leicht Vorhersagen machen, da sind sie meistens trivial. Außen, da, wo ich mich nicht auskenne, wo ich vielleicht extrapolieren muss, wäre es interessant, Vorhersagen zu haben. Das ist aber schwierig und meistens falsch. Also auch hier wieder Vorsicht walten lassen bei der Datenanalyse. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.